Und jetzt strahlt uns da schon die Janina Batyrjina entgegen, die in Paris, seit sie dort auftauchte, Publikumsliebling wurde und im Vorjahr in Wien ihren ersten Titel gewann mit dem Ball. Fünfte mit dem Seil und dritte im Mehrkampf wurde. Frisch dekoriert von den Europameisterschaften als zweite im Mehrkampf, diese junge Dame Janina genannt, gebürtige Usbekin. Und lassen Sie sich verzaubern von diesem Mädchen, die, wie ich glaube, eine der olympischen Hoffnungen schon für Atlanta, aber ein Topstar für die Zeit danach sein. Kleiner Seilfehler war da beim Blockieren des Seils mit dem Fuß. Und ein Fangfehler kommt dazu. Und dann heißt es, nicht die Nerven verlieren, weiter turnen. Eine absolute Steigerung im zweiten Teil. Das zeigt, dass sie Wettkampferfahrung besitzt und diese Fehler da im ersten Teil zumindest mental verarbeitet hat. Jetzt geht natürlich der Ärger los, wenn sie die Matte verlässt. Und sie wird ihre Lehren und Schlussfolgerungen daraus ziehen, die Janina Batyrjina. Auch im Finale der Europameisterschaft war sie nicht absolut top Anfang Juni. Rang 6 und holte sich nur mit dem Ball dann eine Medaille mit Jelena Vitrychenko zusammen. Es ist ein sehr ehrgeiziges Mädchen, die auch mal von sich sagt, ne, ich habe nicht immer Lust zu trainieren, aber ich kann mich disziplinieren. Sie lebt mit ihrer Freundin Amina Saripova zusammen im Internat der Sportschule in Moskau und hat so ihre Probleme mit ihrer Familie. Und weil sie usbekischer Abstammung ist, ist das Leben nicht leicht für sie in der russischen Metropole. Sie sucht dringend Unterstützung. Gibt es jemanden, der ihr helfen kann? Vielleicht einen Sponsor, der sie begleitet, denn sie hat die gesamte Zukunft vor sich. Ja, und da blickt sie mit 9,699 ein wenig aufs